Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 3 Beyond Gotham. Wir machen weiter mit der Story, beziehungsweise nicht mit der Story, mit dem Freispieler Story, meine Güte. Ich weiß gar nicht, wer selber als nächstes kommt. Ich hoffe, mein Zielmodell lädt schnell genug. Bisher irgendwie nicht. Ich tippe mal auf, dass so ein Quad, weil es das Einzige ist, was fehlt. Ja, es ist das so ein Quad. Und dann würde ich sagen, machen wir es mal weiter. Fangen wir an damit. Das haben wir, das heißt, das können wir skippen. Okay, das ist auch der Weltraumteil und hier sind dann die normalen. Aber vorher kaufen wir noch kurz ein, denn ich habe es komplett vergessen, dass die zu kaufen, weil ich weiß nicht, irgendwie vergesse es immer. Krieger Orange haben wir. Kilowatt haben wir. Krieger Red Lantern haben wir. Und da oben haben wir noch Atrocious. Der ja auch ein Lantern ist, ne? Kostet eine Mille, Junge. Okay. Okay, jetzt können wir jetzt aber das Level starten, würde ich sagen. Ne, das war's nicht. Das war hier oben irgendwo. Da. So ein Quad. Teil 2 mit Superman. Sonst haben wir keinen Charakter, die uns gerade noch fehlen, ne? Ich glaube nicht. Also die wir gerade kaufen könnten. Uns fehlen, tun natürlich noch einige. Ich denke mal, dass wir wieder ein Level nur pro Part, weil irgendwie war der letzte ziemlich lange. Skip. Nur mittlerweile haben wir alle Detektoren, das heißt, wir dürfen eigentlich nichts mehr verpassen. Das kann nur sein, dass wir was verpassen. Bist du klug genug dafür, Riddler? Oh ja, das ist cool. Nehmen wir da so nicht rein. Oder nee, den roten Steindetektor haben wir nicht. Oder? Ich glaube, das hier konnten wir nicht machen in der Story. Wie ich da hinkomme. Ich noch nicht so ganz wissen, wie ich da hinkomme. Deshalb will ich erstmal jetzt zerlasern. Mit 12 erstmal lasern. 12 Freunde, aber wir warten ein bisschen im Weg gerade. Okay, die haben wir aber schon gemacht, meine ich. Ich hänge mich trotzdem mal alle ran, weil es kann ja sein, dass ich trotzdem für uns brauche. Okay, anscheinend müssen wir hier mit mehreren Sachen was machen. Weil hier ist noch eins davon. Ich glaube, da können wir nicht weiter. Ich hoffe, wir das hier erstmal löschen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal Cyborg. Ich glaube, hier konnten wir auch schon sprengen. Ja, natürlich müssen wir das Ding hier wechseln. Das ist der falsche Anzug, Freddy. Wir brauchen den hier oben. Und dann einmal hier kurz einen Schuss ran machen. Okay, das ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Okay, ich weiß noch nicht so ganz, was hier zu tun ist. Aber wir finden es raus. Indem wir erstmal die Leute hier zu lasern, die armen Friedlichen. Okay, das können wir nicht machen. Das können wir auch nicht weiter zerstören. Ah, ich weiß, vielleicht mit Atom da rangehen. Ach, das habe ich schon gemacht. War hier vorne noch eins? Nee, ich glaube nicht. Ja, das sieht aus wie ein kleines Loch für Atom. Tatsächlich könnte das sein. Ja, perfekt.
Also das ist doch so ein Ding, was so komplett selten in Verwendung ist. Ich finde, das hätte einfach besser erklärt werden sollen. Okay, ich kann ja Doppelsprung machen mit ihm. Bitte beeilt euch, mich zu retten. Tante Harriet macht sich die beschreckliche Sorgen. Ach, der Riddler kann das ja auch, ne? Okay, irgendwie. Doch, jetzt funktioniert das. Warum auch immer er das macht gerade? Der Riddler kann das auch? Das ist ja Schwachsinn. Mich würde interessieren, ob Atrocious das auch machen kann. Weil der ist ja auch ein Lantern. Du bist doch ein Lantern, mach doch. Und das hier kannst du ja auch nicht, ja komisch. Dann nehme ich erstmal wieder Bathund. Okay, das ist aber auch zu dumm. Schade. Dann doch wieder Superman, weil er schon ein Spawn hat. Hätte ich jetzt in der Story nicht auch schon machen können? Ach nee, Green Lantern hatte ich ja hier nicht. Ich hätte vielleicht zurückfliegen können, ne? Dann einmal kurz Cyborg wieder. Könnte in der Story auch machen? Ich glaube, hier ist eine Tarnung aufgeflogen, deshalb, oder? Oder das Gimps gab's vorher einfach nicht, bin mir nicht sicher. Okay, wir haben keine so Charakter-Token gehabt. Interessant. Skip, skip, skip. Ne, durch bitte, Freund. Ach, ich muss den Mist erstmal zerstören, der nicht mehr wirklich in der Nähe von ist, aber gut. Ich habe B gedrückt. Ich wollte nicht, weil wir gerade kratzen. Okay, jetzt brauchen wir einen Lantern dafür. Das war schon richtig. Okay, nur ein Minikit, leider. Aber Minikits haben wir jetzt schon alle, cool. Hier müssen wir vermutlich mit Brainiac was machen. Und dann mit Robin, wie es aussieht. Und zack. Da mache ich wahrscheinlich den Lavafluss aus, oder? Ah ne, da kommt noch was hochgefahren. Interessant. Das war, glaube ich, ist Sinestro. Brauchten wir das? Ich glaube nicht. So, ich kann ihn einfach umdrehen. Ich glaube, können wir was skippen. Oder auch nicht. Das wird gerade, das kann ich nicht skippen. Was mir natürlich echt nicht gefällt. Brauche ich das für ihn? Ich glaube, das brauche ich auch nicht.
Ja, okay, ich bin automatisch zu Grundy gewechselt, cool. Ja, stimmt, wir gehen jetzt, glaube ich, nach unten oder so und dann können wir wieder nach da oben hin. Und der Powerstein, der weiß, der ist hinter Sinestro, hinter seiner Burg. Nur die Frage, wie wir da hinkommen. Uns fehlt jetzt noch ein Charakter-Token und dann, ja. Ach stimmt, das kann er gar nicht. Das heißt, da brauchen wir einen Charakter für. Wir brauchen dann zum Beispiel Ihmchen hier. Und das Charakter-Token kriegen wir von Batmite. Wahrscheinlich wird mir das hier angezeigt, dass ich ihm was hier bringen soll. Und dann wird's vor... Da. Wieso verstehst du das denn nicht? Was denn? Okay, du willst irgendein goldenes Stabding haben. Dürfen wir hinbekommen. Okay, da war ein Minikit. Da oben war auch ein Minikit. Das heißt, das kann ich eigentlich gekonnt ignorieren. Kriegen wir das im dritten Charakter auch dazu eigentlich, oder wie ist das hier? Weil man kriegt ja einfach Brunilant dann zugeschmissen. Einfach ein bisschen X gespannt, obwohl ich es glaube ich gar nicht brauchte. Okay, jetzt haben wir wieder Grundy. So, dann einmal das hier zerlasern bitte. Einmal aufbauen. Und gucken, ob ich hier irgendwo schon das Ding finde, was ich brauche. Denn ich kann hier einfach ziemlich viel skippen. Ja, wahrscheinlich müssen wir es hier auf Mr. Plastic wählen, also Plastic Man, wechseln, nicht wählen. Schön, das geklaut. Oh, wir haben doch drei Charaktere, interessant. Wir haben Martian Manhunter auch noch dabei und halt noch Plastic Man. Okay, wo könnte das Ding für Ihmchen sein? Ich glaube, hier war nichts. Aber mit ihm könnte das auch machen, oder? Ja, okay, das funktioniert aber komisch. Vielleicht da unten drin, wenn ich das einfriere? Ja, einfrieren schon gleich das richtige Wort, ein Kaltpuste. Muss ich gerade fast niesen, ey. Huh, das war knapp. Ich kann ja auch wieder zurück. Und hier kann ich auch hin, oder? Was gab's hier? Aber das habe ich ja auch in der Story eigentlich gemacht. Oder? Ach ne, da ist das Ding. Cool. Habe ich das wohl nicht gemacht? Hallo Freund. Ich bin nun endlich der stolze Besitzer von diesem Ding. Dann haben wir es alles gemacht, oder?
Ja, dann würde ich sagen, scheiß auf den Bossfight, speichern verlassen. Haben wir schon 15 Minuten gebraucht, aber jetzt weiß ich besser, dass ich nicht das nächste Level noch machen werde. Also, wohl. War das nächste Level schon das letzte Level mit Superman? Ja, du weißt schon, wenn ich jetzt ganz angucken. Die Yellow Lantern. Es gibt. Arkillo, Sinestro und Krieger des Sinestro Corps. Machen wir es trotzdem einfach? Ich glaube, es war gar nicht so lang. Wahrscheinlich irre ich mich komplett, es war eigentlich doch ziemlich lang. Ja, und dann gab es das letzte Level, was hieß. Also erstmal gucke ich jetzt kurz, ob es das ist. Ja, Eisbrechen. Wir machen das Eisbrechen einfach noch, nachdem wir eingekauft haben. Aber das machen wir natürlich mit Flash. Ja. Dann wird der Part natürlich wieder länger, aber ich meine, das Eisbrechen war nicht so ein langer Part. Das heißt, vielleicht haben wir Glück und es dauert einfach nicht lange. Was kriegen wir jetzt Schönes? Ich habe schon komplett vergessen. Schnell bauen, wichtig. Geisterstatze ist halt komplett nutzlos. Ja, das Badkampf-Grafiken ist dann aus dem nächsten Level, also aus dem. Wieso kann ich die Karte ansehen? Ach, jetzt, okay. Aus dem Bonus-Level, aber wir wollen jetzt erstmal das Eis brechen, was hier ist, ne? Okay, wir haben kein einziges Minicap, wir haben keine einzige Charaktermarke. Okay, Eisbrechen 1 ist Schmutz und wir brauchen nur den Rest. Mal gucken, wo der Rest ist. Ich glaube, der Anfang war einfach nur zu. Ja, hier hinzukommen. Okay, hier ist bisher nichts. Ich glaube, es kommt einfach später noch. Na, jetzt habe ich schon wieder die Charaktere nicht gekauft. Was bauen wir hier Schönes? Okay. Erstes. Ah, cool. Hier ist ein extra Level. Da bräuchten wir Ihmchen oder Batman. Okay, interessant, dass hier die ganzen Bat-Kühe sind. Keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Ach meine Güte, abbrechen. Hau ab. Ach, ich möchte doch einfach den Charakter wechseln. Also das ist manchmal echt nervig, dass man dann irgendwie auf irgendein Tier aufsteigt. LL plus CL, CK, Lois Lane plus Clark Kent. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Okay, brauchen wir erstmal den kleinen, mit dem, nicht mit dem kleinen, mit dem Robin. Okay, da sind x-tausend Dinger. Interessant. Gehen wir kurz auf Robin. In seinen Technikanzug.
Irgendwo ist hier Adam West auch schon wieder versteckt. Das erinnert mich eher so an eine Bat-Höhle anstatt an das Ding von Superman. Und seine Höhle Einsamkeit. Super, jetzt ist unser Vieh gestorben. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Danke für nichts, Spiel. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Was? Was ist das? Nee, achso, okay. Dann müsste das hier. Achso, ich war komplett los hier, falsch geguckt. Wir brauchen das Ding hier. Dann brauchen wir das Ding. Die sehen irgendwie eigentlich so nicht passend aus. Also ganz ehrlich. Das hier? Oh, hier muss ich alles mal neu machen. Also, jetzt mal ehrlich, ich verstehe was falsch. Also das hier? Okay, also irgendwie sah das nicht so wirklich passend aus. Ich würde dir gerne helfen, wenn du mir sagst, was du machst. Also was du willst. Habe ich einen Tractor-Token? Ja. Das habe ich ja gerade bekommen. Ich hatte vorher keins, nein. Meine Sammlung wäre ohne das unvollständig. Was möchtest du haben, Freund? Okay, du möchtest einen kleinen Batman haben. Brauchen wir mal Batman. In seinem Tarnanzug. Das war der falsche. Okay, wahrscheinlich in den Weltraumanzug gehen. Okay, das war knapp, dass er mich fast gefangen genommen hat. Ich bin nun endlich der stolze Besitzer von diesem Ding. Ja, das stimmt. Ich hätte nicht erwartet, dass das ein großes Level ist. Jährlich. Okay, ein Zombie-Batman-Superman-Ding. Interessant. Haben wir noch Sprengstoff? Also hier gibt es anscheinend eine ganze Menge zu tun. Au. Okay, warum hat es mich so weit weggehauen? Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Oh, okay. Das war meine Schuld. Keiner, was das mir da anzeigt. Also so dunkel ist das hier nicht, dass ich irgendwie... Also hier ist halt legit nicht mal ein bisschen dunkel. Also gar nicht. Also das hätte ich auch wirklich ganz normal mit einem anderen Charakter machen können, der einfach nicht Licht hat, weil es ist nicht mal dunkel hier. Okay, doch ein bisschen da unten. Das stimmt schon. Aber ja, also das war so ein komisches Ding, was ich irgendwie gar nicht verstehe. Wir haben ja schon ganz viel gesammelt. Ich glaube, das meiste müssen wir sogar hier sammeln. Das sieht schon wieder aus, als würden wir hier schon wieder eine Disco bauen.
Okay, das sind die gleichen Figuren wie auch auf der... Sag doch schnell. In der Halle der Gerechtigkeit, also da gab es hier als... Ich glaube, Goldfiguren. Und wir konnten ja auch Eisfiguren machen in dem einen Level mit dem Wachturm. Wir brauchen wieder Plastic Man. Okay, cool. Gib mir einen Powerstein. Danke. So, jetzt brauchen wir noch einen Character Token, 4 Minikits und Adam West. Adam West, keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich fliegt er wieder irgendwo. Nein, das war falsch. Ich wollte wieder auf Superman wechseln. Okay, das bringt mir leider gar nichts. Ach doch, was kann ich da mit ihm machen? Hier. Falsche Taste, so. Was auch immer. Wahrscheinlich war das Charaktertauschen für rechts. Für das Ding hier. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Kühen machen soll. Was sieht aus, würde ich hier mit irgendwas bauen können? Wahrscheinlich. Ah, ich muss wahrscheinlich die Dinger hier kaputt machen. Verständlich. Ist es Adam West? Wahrscheinlich schon, ne? Danke, Freund. Seit wann ist da ein Minikit? Okay, ich weiß immer nicht, was ich mit dem Dreifachding da unten machen soll. Das will ich auch noch rausfinden. Laden wir erstmal das hier schön auf. Ja, das ist ein Disco, war zu erwarten. Okay, wie viel muss ich machen? Nicht so viel. Okay, das sieht aus wie ein Zombie. Clark Kent. So, das haben wir jetzt gemacht. Ah, ich verstehe, das sind drei Dinger. Wir müssen wahrscheinlich drei Kühe hier reinbringen, diese Gatter. Okay, das sind Bad-Kühe. Keine Super-Kühe. Okay, sieht man an dem schwarzen Cape. Wahrscheinlich haben die auch eine Maske auf, aber wir haben ja gerade andere Sachen auf. Muss ich nicht mal nachgucken. Ich dachte so gerade so, Kühe, zwei Stück standen da, eine da noch und das sind drei Dinger, vielleicht. Na gut, die ist nicht drin, aber naja. Haben wir das Level jetzt fertig? Wir haben das Level fertig, ja. Müssen wir gleich mehr fighten. Können wir dann einkaufen gehen? War doch recht entzückend kurzes Level. Gefällt mir gut. Skip. 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 Und Skip. Geistermünzen sammeln haben wir jetzt, was auch immer das ist. Okay, das wird wahrscheinlich die Festung der Einsamkeit sein. Keine Ahnung, wie die ist. Also, wie die halt... was das ist. Die Superman Comics, gar keine Ahnung. Ich habe einen Batman Comic, glaube ich, gelesen mal. Aber der war auch irgendwie richtig abgespaced. Composite Superman. Cyborg Superman. Das letzte habe ich gar nicht gelesen, was es war.
So, dann haben wir jetzt 165. Würde ich sagen, zurück zum Wachturm. Einmal noch kurz Flash sein. Aber noch schnell einkaufen. Das ist ja echt schnell. Jetzt haben wir Geisterstats einsammeln, die komplett unnötig sind. Und dann noch die Bergkampfgrafiken. Zack, an. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch im nächsten Part. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, ciao.